Kidos hat das Rotlicht gesucht, aber ich finde das gelbe Licht. Pokémon Schwarz, die neue Episode. Wir sind in Strata City immer noch, dieses Mal mit Caleb. Ja, ich wechsle irgendwie durch mit den Kommentatoren. Ihr seht mich, weil wir dieses Mal auch gegen Arti kämpfen werden. Aber erstmal müssen wir zum Team Plasma, falls ihr es vergessen habt. Und die sind hier, diese Assis. Und Arti ist auch da. Was geht ab? Jesus spricht. Sieh an. Arenaleiter Arti. Schwuchtel, Arti. Aha. Dein Part. So. Ihr von Team Plasma, ihr seid wohl von der Sorte, die sich einfach nimmt, was sie haben will, oder? Genau wie ich. Ich finde, das hatte schon was. Direkt von der Pokémon-Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Voll unauffällig. Aber nun, es ist ja leider schneller aufgeflogen, als ich dachte. Ja, in der Tat. Aber im Grunde haben wir ja bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Nun, ihr Rinner, sagt mir, kennt ihr die Legende von der Entstehung der Ischu-Region? Ischu-Region, du liest eiskalt Ischu. Richtig. Das... Klar kenne ich die. Das ist doch die Legende vom schwarzen Drachen. So ist es. Wie lässt sich eine Welt vereinen und wie viele Völker sich bekriegen? Der Herr erschien und es kam Frieden. Eines Tages erschien der schwarze Drache einem Helden. Den kämpfenden... den kämpfenden Parteien gegenüber fletschte er die Zähne und dem Helden brachte er die Antwort für jenes Dilemma dar, mit dem dieser sich schon so lange beschäftigte. Das Bild, das der Held und der Drache zusammen abgaben und ihre vereinten Kräfte waren es, die Herzen der Menschen vereinigte und wieder zu der Eintracht führte. Dies war die Geburtsstunde von Ischu. Es ist an der Zeit, den Menschen wieder einen Helden und einen Messias mit seinen getreuen Pokémon zu schicken. Und dieser bin ich. Und damit wird an ihren Herzen appelliert. So werden wir die Welt mit Leichtigkeit zum Reich Gottes machen. Wie ich. Nein. Wie das ganze Volk und alle Juden ihn herbeisehen. Hm? Was? Ja, Juden, Messias, ja, Jesus. Stimmt. Hallo, hier in Strata City gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Ich habe schon viele von ihnen ausprobiert, allerdings nur die mit einem Schnüffel da unten. Alle haben sie andere Ansichten und naja, Ausstellungen. Da ist es eigentlich völlig normal, dass man immer gleich versteht, was jemand mag. Und dennoch gibt es etwas, das wir alle gemeinsam haben. Wir sind alle... Wir lieben alle Koks. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir zum ersten Mal begegnen, auch gleich das erste Mal machen und mit dem Pokémon kommunizieren. Sei es kämpfen oder wenn wir sie miteinander tauschen oder auch Säfte und ja. Die Ansprache neulich in Vagina. Ich bin dankbar, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Erstmal schminken. Und wir haben geschworen, die Pokémon mit Fake-Bots zu behandeln. In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen doch eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Wie siehst du nur aus, ey? Was von neben meine Ohren da? Deine Stimme klingt wie eine Transe, dein Parfüm stinkt wie meine Oma und du siehst aus wie eine Zahnbürste. Naja, eigentlich mag ich so hässliche Menschen wie dich. Für den König habe ich kluge Köpfe aus dem ganzen Land an einem Ort versammelt und stattdessen kamen die beiden Ziggis, die ihr hinter mir seht. Naja, sie gehören zu den sieben Weißen, auch wenn sie nichts drauf haben. Nun gut. Junges Fräulein, hier ist deine Pokémon zurück. Ich hoffe, dass er dann die Schnauze hält. Oh. Und von dem haben sie doch das, den Traumdunst gezockt. Oh, danke! Mein Sohn, ich hab dich wieder! Und
kenne es da noch. Aber Bell, siehst du denn nicht diese bösen Kerle, die Menschen einfach ihrer geliebten Pokémon rauben und den armen Arty dissen? Aber ich bin doch so glücklich, dass mein Servian unversehrt wieder bei mir ist. Das ist eben die wunderbare Freundschaft zwischen Menschen und Pokémon. Dennoch werde ich die Legende von Ishu wieder aufleben lassen und ihr könnt mich nicht aufhalten. Auf dass die Herzen der Menschen der Pokémon wieder frei nahmen und das deutsche Volk die Pokémon bald frei sein vom Joch der Franzosen ihrer Unterdrücker. Okay. Friede sei mit euch, meine geliebten Söhne. Warum lässt du diesen bösen Kerl einfach ungeschoren davonkommen? Sorry, ich war gerade damit beschäftigt, jedes einzelne Haar von meinem Körper zu entfernen. Naja, muss mir... Was würde dann mit den anderen graupen Pokémon geschehen? Oh, ist schon in Ordnung. Vielen Dank, Lilia. Hauptsache, es wurde niemand verletzt und ich bin wieder glücklich mit meinem Pokémon-Verein. Verstehe. Na gut, er scheint ja ganz schön schwul zu sein. Da unten ist ja noch eins. Schnippel die Schnipp weg. Also, ich möchte jetzt erstmal ganz genau Stratos City erkunden. Und 3 Parts damit verschwenden. Oh, geil, ich möchte auch mein LP damit auffüllen. Oh, 3 Parts damit zu verschwenden, nice. Ich bin natürlich bei mit der Belle, ist doch klar. Lilia! Ihr könnt es ja beide miteinander machen, aber bitte lass es mich nicht sehen. Denn darauf stehe ich nicht. Aber diese Großstadt, die ist sehr groß. Ich finde bestimmt einen Platz. Zum Beispiel bei Sandisio in der Mülltonne. Hm? Ach ja, es war wirklich nett von dir, dass du uns bei der Suche nach dem Pokémon geholfen hast. Aber musstest du unbedingt Arty mit anschleppen? Naja, trotzdem ein kleines Dankeschön dafür. Wir haben eine Beere bekommen! Aber gebt nicht alles auf einmal aus. Also dann, ciao! Übrigens, geiles Geräusch. Wie wär's mit was Besserem? Also dann, Domina, ich warte bei der Arena. Aber bring den Mann mit, bitte. Ist dir aufgefallen, wie bei diesem gesamten Gespräch Domina einfach darstellt, als würde sie überhaupt nichts angehen? Wenn es nur gechillt hat. Der Charakter an sich spricht nie. Ja, aber so. Dann gehen wir mal ganz gechillt in die Arena. Ich sage es noch einmal an. Ich habe die Flinkklaue an, nicht die Holzkohle, denn das wird nicht nötig sein. Und hallo, warum sprichst du mich nicht an, Alter? Und wie gefällt dir Stratos City, eh? Hier sind so viele Leute, da schlaucht es schon überhaupt die. Zur Arena zu kommen. Daher will ich dir das überreichen, meine Schönheit. Nur wenn ich deine Titten anfassen darf. Bei mir regt sich schon was, aber ich will dich nicht damit nerven. Erst in der nächsten Arena darfst du es anfassen. Jedenfalls hier sind Käfer-Pokémon und, naja, ich muss dir nichts dazu sagen. Alles ist quasi sehr effektiv. Okay, ich muss jetzt allerdings zu Ihnen gehen. Ich bin ja durchgegangen und hatte nur mein Wasser-Pokémon und ich hätte fast kassiert, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Also ich hatte Level 35 und das letzte Pokémon hat halt Rasierblatt drauf gehauen. Zu dieser Stelle hat das Level 35? Ja, weil ich nur ein Pokémon zu der Zeit hatte. Und das Problem war halt, das Käfer-Pokémon hat Rasierblatt draufgehauen und ich hatte nichts, was sehr effektiv gegen Käfer war. Das war dann halt problematisch. Na gut, mit dem Wasser-Pokémon ist es vielleicht ein Problem, aber alles andere doch nicht. Ja. Okay, und die haben... Oh Gott. Ja, wenn man jetzt davon absieht, nice auch schon übrigens, haben tatsächlich Pokémon dieser Generation somit die stärksten. Also die können ja schon ein bisschen was. Ey, weißt du was? Was? Ich greif gar nicht erst mit Feuer an. Ich setz Walzer ein. Gegen Käfer. Ja? Achso, stimmt. Sehr effektiv. Ja, ist sehr effektiv. Stimmt. Das heißt, der erste wird wahrscheinlich schon gleich gebasht. Und es geht ja über 3. Es geht ja über 3 Runden und ich glaube, der Spaß hat 3 Pokémon. Allerdings, oder 2. Dieses sind alle gar nicht. Ich glaube, gegen den ist Gestein nicht sehr effektiv. Fuck, stimmt, ich glaube, der hat auch einen, der ist nicht. Ja, gut, dann wird's vielleicht doch noch. Bisschen spannend, hier schon, so ein bisschen ganz kleines. Ja, trotzdem, Feuer.
Wie wär's fürs erste 3 Runden Kraftzug und dann Wald, so? Ja, ist allerdings auch eine Idee. Und warum hast du mich vergiftet? Das ist doch überhaupt nicht nett. Nein, gar nicht. Nö, 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 nö. Ja, es ist ja sofort aufgefallen, dass Gift nicht mehr außerhalb von Kampf einen vergiftet. Die Neuerung der Generation. Das ist ganz gut, allerdings wird Gift so wieder abgeschwächt. Irgendwie, ja. Aber ja. Gut, die haben sich vielleicht gedacht, ja, das ist ja dann nur ein Nachteil gegenüber des Spielers und nicht der KI oder so, ja, aber trotzdem ist es schwul. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, sind wir hier in so einer Wespenfalle. Danke, Donkey Kong Country 2. Und müssen gut, hier... das stelle ich mir gerade vor, wenn die da durchgeht, wie dann der Honig in ihren Haaren noch bebt. Wenn sie da mit dem Zopf durchgeht und alles. Boah. Bei jedem Trainer hoffe ich, dass er einen Zinger rausschmeißt. Und was kommt? Das. Was? Achso. Zinger. Bonzir! Boom! So ein nice King Z und dann irgendwie, ja, Stachel keine Runde. Sehr nicht effektiv. Wundern, der erste Walzer hat sowieso keine Stärke. Er ist der zweite und der dritte auch dann richtig. Und wie viel wird denn das eigentlich immer stärker? Immer das Doppelte? Am Anfang hat es 30, danach 60, danach 90. Okay. Glaube ich schon. Also ich glaube. Ach, gegen den ist es auch sehr effektiv. Alles ist gut, das ist ziemlich gut. Ja, er ist Gesteinkäfer. Mhm. Ein Gestein ist, glaube ich, neutral gegen Gestein, soweit ich. Ja, und ich glaube, der hat nur die Weiterentwicklung. Hast du irgendwelche Werte zu dem? Wenn nee, dann schau mal bitte. Ich mache aber so oder so eine Anmerkung rein. Also sag nur die Werte kurz und wenn die genauere Infos wissen wollen, dann sollen sie auf die Anmerkung klicken. Dann haben wir es ja in weit ganz gut erklärt. Also erstens, soweit ich weiß, hat er nicht die Weiterentwicklung, sondern die erste Form. Okay. Nur einfach, gut, was halt hoch ist und was niedrig. Also von welchem Viech jetzt? Von diesem komischen... Gesteinviech, ja. Die anderen habe ich schon gesagt, beziehungsweise eine Anmerkung eingeblendet. Okay. Wait. Wir gehen so lange weiter. Das heißt ja, ja, zur Verteidigung ist bei dem extrem hoch, allerdings... Ja, Angriff und Init sind einigermaßen okay. Das Schlollig ist, ja, dass seine Init, sobald es sich entwickelt, sogar abnimmt. Das heißt, er ist damit irgendwie geownt. Des Weiteren, sein Angriff, ja, geht, wie gesagt, es wird auch besser, seine Verteidigung wird recht hoch, aber Spezial sagt halt mehr oder wenig. Es wird zwar besser, aber ja, nicht so ideal. Allerdings hat es Robustheit unter Umständen und das könnte dir vielleicht leichte Probleme mit Walzer bereiten. Das bewirkt, dass er beim ersten Schlag nicht stirbt, oder? Ja. Probleme in Anführungsstrichen. Ach, da ist auch noch einer. Ich meine, selbst wenn er es wegsteckt, dann hat er halt ein KP. Was will er machen? Tackle? Wow. Wie soll dein Angriff geht an sich sogar? Also. Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden tatsächlich sehen. Okay, ja gut, er kann mir tatsächlich mit einer Gesteinattacke kommen, das stimmt. Ja, das wäre natürlich schlecht. Vor allem, weil die Verteidigungswerte von Kene jetzt nicht so der Hammer sind. Ja. Wir werden sehen. Wir malen hier den Teufel an die Wand und dabei ist der Arena-Kampf in 50 Sekunden gegessen. Hier nochmal eine Nitro-Ladung. Also ich werde als erstes wahrscheinlich den Kraftschub machen und gucken, wie er reagiert. Was hast du eigentlich plötzlich gegen Archie, dass du ihn so schwul synchronisierst? Ja, er sieht schwul aus. Er ist schlecht. Wieso? Ich hab ihn schon in White scheiße gefunden und du eigentlich auch. Ja, ich hab mich gewundert. Why Dad? Ja, weil die Stimme schon crazy war. Den Leuten gefällt's. Ja, ich sage nicht, dass ich schlecht bin, weil crazy. Ja, was, von der Schrift halt. Was ich noch sagen wollte, weil die Pokerus, das hat mich überrascht, aber ich hätte tatsächlich auch mal das Glück. Ich glaube, es ist 0,06% oder so. Ich hab ihn schon nicht mehr. Fuck, da hat er nichts gebracht, ach du Scheiße. Ja, ist auch egal. Nach 2 Tagen ist er weg, ja. Auf jeden Fall. Fünf. Ich hatte es halt auch mal, dass ich in Platinien zufällig gefunden habe, das ist ein Extrem-Up, okay. Ein Thema.
Hey, Schwuchtel, wie geht's? Vielen Dank nochmal für eben, aber wo ist der Mann? Naja, gut, dann muss ich mich halt mit dir abgeben. Meine Käfer-Pokémon, die sind die schönsten. Auch glatt rasiert und mein Parfüm haben sie auch. Oh, ab in den Kampf. Riecht etwa die Schönchen, du Gaust, du Spast. Soll ich mal mit dem Hintern wackeln, damit du siehst, drei aussehe, ja? Alles klar. Rollun. Krachschuh. Roll um, heißt der. Der ist Käfergift, ne? Ja. Jetzt Ziggy. Okay. Er senkt meine Verteidigung stark. Das ist schlecht. Ist es. Risiko gehe ich aber ein. Mach noch einmal Kraftschub. Er macht es ein weiteres Mal. Okay, inzwischen könnte es Probleme geben. Ja. Was für Attacken soll er schon können? Er kann doch nur Käfer und Gift und beides ist nicht sehr effektiv, oder? Ja, ist egal bei den miserablen Verteidigungswerten und den Leveln und Mir egal! Nochmal! Okay. Ah, jetzt wird's hier doch spannend, ne? Aber nur weil ich jetzt gerade Dummheit mache. Okay, er macht Giftschreit, das ist physisch. Ist trotzdem lächerlich, wir sind zwar vergiftet, aber es kümmert mich eigentlich um feuchten Dreck. Ja, Walzer. Ich schlage allerdings vor, doch die Vergiftung zu heilen. Status Heilmittel. Unter Umständen ungünstig ausgehen könnte. Und wo zum Teufel ist mein Gegengift? Da ist es. Beides von oben. So, machen wir das. Er wird wahrscheinlich noch einmal angreifen. Dann werde ich hoffentlich nicht vergiftet sein. Aber durch einen Volltreffer tot, ist klar. Ja. Das habe ich auch schon mit Kedos oder mit Benny besprochen, dass die Gegner in diesem Spiel so gut wie jedes Mal einen Volltreffer haben und das ist einfach witzlos. Ja, das macht's auf jeden Fall. Das macht's nicht spannender, wenn du das damit sagen willst, das macht's lächerlicher. Nee, nicht spannender, aber herausfordernder. Null. Da kommt sich komplett verarscht vor. Ja, das stimmt zwar schon, aber sonst war es halt immer kindisch. Vor allem bei dem Arena-Leiter. Gut, dann machen wir halt die kurze Form. Mach halt gleich Walzer, ist mir doch wurscht. Ja, das wird jetzt neutral sein, weil es halt Gift ist, das Viech. Da ist aber Kedos Verteidigung wieder da. Wenn mir den Angriff recht gut wegsteht. Ich hätte ihn gleich ownen können oder halt nicht. Wenn das Spiel wieder mal betrügen muss, dann machen wir halt anders. Der Walzer wird ihn auch gleich töten. Das arme Ding kommt aufs Feld. Bam. Schaut, so leicht kann das gehen. Matrifoll. Überhaupt kein Problem. Sieht doch aus wie Matrifoll, oder? Spaß. Unnötig. Und du halt die Fresse. Ja, sollst du. Er ist auch wurscht. Komm, tschüss. Ach komm, du nervst. Weißt du, das kannst du dir sparen. Ja, selbst mit dem Volltreffer wäre das nix. Den vierfachen Angriff würde ich jetzt nicht überlegen. Glaubt ihr mir jetzt, Leute? Ist doch ein Witz. Ich wollte schon chillig machen, so einen nach dem anderen wegownen, weißt du, aber. Es ist mir nicht gewährt. Dann halt so. Ja, ich hab verloren und ich bin ein Betrüger. Und ja, hier ist der Orden. Ein plattgesetztes Herz. Okay. Level 40 Pokémon gehorchen dir jetzt. Käfertrutz kriegst du. Käfertrutz, what the fuck? Best Synchro ever. Der Käfertrutz schwächt zusätzlich den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Ja, geil. Stärke 20 oder? 30, soweit ich weiß. Ja, dann brauche ich gar nicht nachschauen. Lächerliche Attacke, lächerlicher Arena-Leiter. Für immer der schlechteste Arena-Leiter in, ja, von allen eigentlich. Nee, das stimmt jetzt tatsächlich nicht. Also, ja, war der schlechter, bitte. Ja, vielleicht Falk, der ein Taubsi und ein Tauboga hat. Naja. So, Rocco, der zwei Steine. Nee, eigentlich nicht, weil bei Falk hattest du am Anfang kein Pokémon, das sehr effektiv war. Doch, konnte man schon haben. Und wer ruft mich da an? Außer dem Tauboga am Anfang war gar nicht so schlecht eigentlich. Ach. Hallo, sag mal, wo bist du gerade? Kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten, ne? Ilja hat mir ein Spezialtraining verpasst und ich fühle mich irgendwie stärker.
Ich sollte mittlerweile genug gelernt haben, um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren. Am besten treffen wir uns einfach am Tor zur Route 4, ne? Oh. Hm, tschüss. Wie Domina lächelt, schaust dir an. Ja. Und ich lächle auch, denn der Part ist vorbei. Tschüss.